Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge habe ich einfach am Ende vergessen, die Folge zu beenden. Und dann gab es noch 10 Minuten Umentscheidungen, wie ich die Niflheim-Sachen ersetze. Also, von den Zaubern her meine ich. Und auch der Talisman. Den finde ich immer noch am geilsten aktuell, weil der halt echt viele geile Stats bietet. Und halt echt stark ist. Also der ist auch saugeil, muss ich sagen. Weil du einfach regenerierst. Das ist einfach eine Regeneration. Das ist super. Ja, aber wir haben jetzt dafür hier ein bisschen mehr Bonus auf. Oh ja, geil. Beim Aufprall wird eine Frostschadenexplosion ausgelöst. Nice. Der ist jetzt sogar noch verstärkt. Kann man eigentlich alles... Boah, was? Das ist sogar beides verstärkt. Wow. Kann man eigentlich irgendwas noch upgraden? Okay, Vitalität. Ja, das interessiert mich eigentlich nicht. Okay, krass. Vitalität braucht auch viel. Naja, wir haben jetzt diese ultra heftig, ultra mäßige ultra. Also gut, wie geht's? Gut, sonst... Suchst du was Bestimmtes, Junge? Nichts wirklich herstellen, nichts wirklich verbessern. Ach, die Schwinge könnte man verbessern, ja. Ich habe aktuell mal den Pestbringer ausgerüstet. Ich weiß nicht, ob der wirklich so geil ist. Den hier kann man auf jeden Fall... Jetzt können wir ja keinen Ärger mehr machen. Ist auch nicht so schlecht. Kann man den nochmal upgraden? Was kostet der? Perfekter Asgarder Stahl. Ja, moin. 24 Stärke. Mal gucken. Wo waren wir bei dem anderen Thema? Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir hier abmachen. Das Farmen werde ich irgendwie ins Hausgrün verlegen, weil das ist, ich glaube, ich habe Bock darauf, 60.000 Nebel, ne, 70.000 Nebel-Echos zuzuschauen, wie ich die farme. Deswegen, nein. So, wir könnten nochmal probieren. Ja, die Valkyrie. Ich bin verwirrt. Es ist doch immer das Frigg bei dir, Mutter. Klar, Frigg. Also, das ist mehr eine Art Kosename, weißt du? Er bedeutet geliebt. So hat Odin Freya nach der Hochzeit genannt. Anfangs aus echter Zuneigung. Glaube ich zumindest. Als die Sache unschön wurde, konnte er so die Wahrheit manipulieren. Wie das? Odin wollte nicht, dass Freya, eine Warnengöttin, in Asgard Anerkennung bekam. Also wurde alles Gute, das sie erreicht hatte, Frigg zugeschrieben. Wie Baldurs Mutter zu sein. Genau! Freya war Baldurs Mutter. Wir mal Alfheim, die Valkyrie. Wie gesagt, probieren den. Wir können es mal machen. Ich werde auf jeden Fall mit der Axt kämpfen, denke ich. So, verborgene Kammer. Und ich werde auch, also wenn wir die jetzt nicht schaffen. Warum hast du Bifrostkristalle in den Augen? Ein nett gemeintes Geschenk der Riesen. Da ich so viel zwischen den Welten gereist bin, dachten sie, das wäre praktischer für mich, als ein Kristall, den ich verlieren könnte. Hat's wehgetan? Nein, ich hatte mich in weiser Voraussicht mit 16 Humpen Agirstöchterbier gewappnet. Im Rausch habe ich sogar versucht, die Riesen zu überzeugen, sie in meine Brustwarzen zu setzen. Hätte sie fast überzeugt. Stell dir das mal vor. Mimir mit Bifröstnippeln. Das waren noch Zeiten. Schon gut, schon gut. Ich höre jetzt auf. Bifrost. Alter, was? Wenn wir die mal können schaffen, gehen wir zurück zur Hauptstory. Weil, sonst, ne? Wir probieren das jetzt. Also, wir haben die Axt. Wir haben unseren geilen Schutz. Und ja, ich werde versuchen, so viel Damage wie es möglich ist zu machen. Wir können auch direkt eigentlich mit den Klingen beginnen.
Dann könnten wir den starken Angriff. Hallo? Ihr habt mich befreit. Wer hat dir das angetan? Ich erinnere mich nur an Schmerz und meine Königin. Sie hat mich hier eingesperrt. Aber warum? Sigrun. Ich muss jetzt gehen. Ich muss sie finden. Ich muss mich erinnern. War nicht einfach auf jeden Fall. Aber es war eine der einfacheren, würde ich sagen. Aber wir kriegen das schon hin, den Rest. Deine Königin steckt tatsächlich dahinter, Kopf. Ja, als ich sie zuletzt sah, war sie anders. Oh, der Schutzvalkyrie. Und nicht nice. Nur, weil sie körperliche Gestalt hatte, sie war unberechenbarer. Sie. Ich versuchte mit ihr zu reden, aber sie wollte nur Lebwohl sagen. Gegner ich dachte nicht. Umkreis tut mir leid, Mimi. Wir finden sie. Sie will bestimmt. Ich begreife nur nicht, wie sie das tun konnte. Perfekter es ergibt nicht den geringsten Sinn. Und wenn sie dahinter steckt, dann müssen wir sie aufhalten. Die Valkyren müssen befreit werden. Und nur wir können das tun. Wir. Was glaubst du, wer euch Deckung gibt? Genau, er hängt am Arsch und gibt uns Deckung. So, damit haben wir die Alfheim-Geschichte damit abgeschlossen. Und dann geht's jetzt nach Muspelheim. Weil Alfheim ist damit komplett. Geil! Geschichte? Keine Geschichte, schade. So, so. Gönnen wir mal direkt den Berserker-Auferstehungsstein. Das ist mein Wort. Ach, der Hüpfschutz der Valkyrie könnte man jetzt verbessern.
Will ich aber eigentlich nicht. Hohe Bonusaktivierungschance auf einen Runensegen bei einem Runenangriff. Nicht schlecht. Also es geht, das wird auch eine Level 8er Rüstung wahrscheinlich. Und halt auf alles gelevelt. Aber eher fokussiert auf Abwehr, würde ich sagen. Ja. Hier kriege ich wenigstens Stärke, so das Wichtigste, weißt du. Hier kriege ich noch so ein paar Sachen, okay. Abklingzeit ist noch ganz geil nebenbei, aber... Abklingzeit ist eigentlich schon wichtig, finde ich. Aber Stärke und Ruhen ist mir eigentlich wichtiger. Naja. Ich will einen Auferstehungsstein und zwar den hier für 10k. Werde ich mir auch immer wieder kaufen, das ist das Beste, was man kaufen kann. Auch wenn der weniger heilt als der hier, aber der gibt mir halt Rage. Alles das heißt, wunderbar. Ich kann meine Rage aufbrauchen, mich quasi heilen dadurch, dann noch durch meine Klingen mich heilen. Und wenn ich dann zu Boden gehe, dann kann ich nochmal mit Rage mich nochmal heilen. Und ja, je nachdem wie viel Zeit vergangen ist, sogar mit den Klingen mich nochmal heilen. Ist schon ganz schön geil, sich mit den Klingen heilen zu können. So, aber hier werde ich wieder, die Tyrs Rache holen, weil ja, Training ist noch weiter im Folgeschlag eine enorme Explosion, ja. Genau, das ist wichtig, weil die dann gestunt sind. Hier ist noch der Hüftschutz der Valkyrie, brauche ich aber wie gesagt nicht. So, Alfheim ist komplettiert, Muskelhelm. Niflheim haben wir auch die Valkyrie, Alfheim haben wir auch die Valkyrie, ja und jetzt Muspelheim können wir auch die Valkyrie, theoretisch, wenn wir es schaffen. Wenn wir jetzt nämlich nicht gewonnen hätten beim ersten Mal, dann hätte ich auch gut. Also wären wir direkt zu Stoppen gegangen. Aber jetzt wo wir das geschafft haben, relativ gut sogar. Ich werde auch wieder mit den Klicken anfangen. War ganz gut. So, Auferstehungsstein haben wir. Jetzt geht's zu einem lang ersehnten Gegner zurück. Holy shit. Arena 6. Da warte ich schon lange drauf, dass wir die besiegen können. Nicht mit der 4 anfangen, sondern mit der 3. Ich heil mich halt die ganze Zeit, ne? Ha ha ha!
Hure. Ah, die hat mich gestunlockt. Ich hätte noch einen Schlag gebraucht, dann wäre sie tot. Aber warum hat der eben... Ich habe eh gespammt, bis zum geht nicht mehr. Die hat mich einfach tausendmal geschlagen. Aber es war auf jeden Fall gut, dass wir mit den Klingen angefangen haben. Asozial gewesen, wie er diese Hurenficknudel. Ey, die hat so viel Platz einfach. Ich hasse das. Dass die so viel Platz hat. Aber wir kriegen die down. Das ist kein Problem. Mach dich bereit. Valhall wieder gemacht. Alter, die kann ihren Valhall in ihren fetten Hintern stecken, Alter. Oh, wir hatten sie fast. Oh, Mann, Alter. Mach dich bereit. Oh!
Angriffe mit 0,0 Sekunden einfach hintereinander wieder gefangen. Alter, wir hätten die so easy gekriegt, Alter. Ey, die macht die Angriffe mit 0,000 Nanosekunden hintereinander. Die hat keinen Cooldown für irgendwas. Mach dich bereit. Körperliche Gestalt vernichtet. Dafür bin ich euch unendlich dankbar. Mehr brauchen wir nicht. Dankbarkeit allein hält keine Waffen in Schuss, Junge. Valhall wartet. Leb wohl. Alter. Boah. Holy shit. Aber wir kriegen es so gut hin mittlerweile, ey. Das ist echt gut. Auch. Oh. Noch eine Walküre. Wenn sie getötet werden wollen, warum machen sie es uns dann nicht etwas leichter? Ich bezweifle, dass sie das selbst entscheiden können. Was meinst du? Wodurch auch immer, sie sind blind vor Wut. Aber woher?